Herzlich willkommen zu Unspielbar, dem Format, wo wir unsere Freunde mit schlechten Spielen quälen. Unspielbar. Und unser heutiger Delinquent ist der liebe Simon. Hallo Simon. Hallo. War eine schöne Einleitung. Ich wurde einfach nur eingeladen. Es stand einfach nur ein Slot. Simon, Game 2. Mehr wusste ich nicht. Ach, du weißt gar nicht, dass es hier um Unspielbar geht? Doch, ja, jetzt weiß ich's. Okay. Ich weiß aber noch nicht, welches Spiel. Genau, und das lasse ich dich jetzt raten. Wir haben uns ein Spiel ausgesucht, was unsere Community schon in den Comments gefordert hat. Das lese ich da ja nie rein. Genau, es ist ein PS1-Spiel, wo man Autos fährt. Nein, es ist Driver. Ja. Und ist die letzte Mission von Driver. Nee. Aber es ist Driver generell. Ja. Oh Gott, dieses Scheißspiel. Das ist ich weiß doch, wie furchtbar das war. Weißt du noch, die letzte Mission? Furchtbare letzte. Ich habe es nicht gespielt, aber ich bin, ich bin ja heute auch dran. Hast du durchgespielt? Weil ich habe in der letzten Folge Unspielbar, habe ich ja Eddie gequält. Und weil der aufgegeben hat, haben wir gesagt, so, ich müsste jetzt noch mal jemanden quälen. Aber ja, du hast recht, das ist Driver. Können wir mal sagen, wie geil das ist? Ich habe das wirklich rausgefunden. Beim ersten Mal innerhalb weniger Sekunden. Das war aber Glück. Bei Rennspielen, ich meine, da war irgendwie schnell klar, es muss eigentlich Driver sein. Ja. Und es ist nicht die letzte Mission, sondern das Tutorial. Und, Oh nein. Ja. Okay. Okay, dann weißt du schon, was es zu tun gibt. Aber die Zuschauer wollen auch wissen, was es zu tun gibt. Und das sehen wir jetzt. Das Tutorial von Driver ist ein richtiges Arschloch. Einerseits deswegen, weil man eine Menge schwieriger Fahrmanöver ausführen muss, ohne zu viele Unfälle zu bauen. Und das in einem ziemlich engen Parkhaus, innerhalb eines straffen Zeitlimits und mit der typisch schwammigen Fahrphysik eines schweren US-Muscle Cars. Naja, geschenkt. Ein Tutorial darf ja auch mal eine Challenge sein. Der größte Fail ist aber, dass ihr nicht genau wisst, was verlangt wird. Klar, es gibt eine Checkliste mit den erforderlichen Fahrmanövern und manche davon sind recht eindeutig. Aber was ist mit dem Slalom? Wo soll man den beginnen und wann zählt er als absolviert? Oder wie macht man eigentlich einen Burnout für einen 360? Und wie viel Speed braucht man, um die Speed-Aufgabe abzuhaken? Es gibt ja nicht mal ein Taro. Tja, sagt einem keiner. Trial and Error ist angesagt. Das Driver-Tutorial startet jetzt, lieber Simon. Ach komm, scheiß drauf, Kabel raus. Okay. Viel Spaß. Danke. Ja, das ist jetzt schon eine knifflige Sache so. Simon hat es tatsächlich schon mal gespielt. Das ist blöd. Denn das Tutorial gewinnt sehr dadurch, dass man gar nicht weiß, was man machen muss. Es ist ein furchtbares Tutorial. Ich kann mich nicht mehr an viel erinnern. Ich weiß nur, man ist im Parkhaus. Also man hat eine Checkliste an der Seite, wo gesagt wird, was man machen muss. Aber wie das funktioniert, ihr seht es jetzt hier. Das ist eigentlich der Witz an dem Tutorial. Und da ist schon mal gespielt. Links gucken und rechts gucken. Warum ist das Hupen? Okay, aber der weiß ja gar nichts mehr. Warum lenke ich hiermit nicht? Okay, es ist ja PlayStation 1. Ja. Okay, gucken wir uns das mal an. Genau, er darf nur viermal die Wand berühren. Das verschärft die ganze Sache nochmal. Vielleicht zur Einleitung zu sagen, das haben wir ja alles schon. Da muss man alles lernen auf einmal. In der Matze. Ich dachte, es wäre ein bisschen weniger, um ehrlich zu sein, aber das ist ja... Boah, das wird schon lang dauern, ja. Das ist so richtig scheiße. Oh, okay. Und vor allem die Uhr, die ist ja jetzt schon, ich kann ja jetzt schon gar nicht mehr gewinnen. Ne? Ich kann schon gar nicht mehr finden. Okay, Burnout. Was ist ein Burnout? Und es wird einfach nicht gezeigt. Ist das ein Burnout? The car is wrecked. Get out of my sight. Na, das war's schon. Das war's schon. Kreis ist richtig krass Gas geben. X ist normal Gas geben und Kreis ist richtig krass Gas geben. Boah, ich weiß echt noch, wie schlimm das war. Und dann habe ich das. Den Burnout kriegst du auch nur mit Kreis hin. Also er muss verstehen, was die Kreistaste macht. Okay. Jetzt versuch mal einmal nochmal den Slalom zu kriegen. Ich will nur wissen, ob muss der vielleicht in einer bestimmten Zeit oder ein Schutz wird einfach nur darum. Abgehakt. Warum habe ich das nicht einfach bekommen? Erstmal gucken. Und er weiß auch, was mit einem Slalom gemeint ist. Gut, das ist jetzt nicht so schwer irgendwie, aber ich finde, so eine genaue Anleitung kann man das auch schon mal verraffen. Aber Simon weiß, was zu tun ist. Jetzt geht es nur noch darum. Rumgerubbel da auf dem letzten Reifen hier. Versuchen wir den Slalom nochmal. Ich weiß halt echt nicht, wonach, nach welchen Regeln man den Slalom bekommt. Ich glaube, das zählt nicht. Den 180, den habe ich bisher auch noch nicht geschafft. 360, ja. Aber nur Gas geben. Was ist denn hier los? Warum? Nee, was bedeutet der Slalom? Ja.
gerade echt landunter gleich. Die Konsole lebt gerade sehr gefährlich. Brand! Ja? Gib mir mal einen Tipp! Also Slalom würde ich nur auf einer Seite fahren und einmal hin und einmal zurück, verstehst du? Einmal hin, einmal zurück! Ich glaube, dann zählt der. Ich weiß aber auch nicht genau. Das ist ja nicht mehr geil. Ich bin mir auch nicht sicher. Wie macht man das denn alles in der Zeit? Genau, er fährt jetzt einmal hin. Dann einmal ganz drumherum um die letzte Säule und wieder zurück. Und dann müsste der eigentlich abgehakt werden. Nicht bekommen. Nee. Ich glaube, du hättest nur um die letzte auch noch mal ganz rumfahren müssen. Ja. Drumherum, genau. Und zurück. Ja. Ja! Ja! Mama! Damit wir das schon mal verstanden haben, wir wollen ja nicht morgen noch hier. Na und natürlich darf man auch nur viermal. Okay, okay, okay. So drei, ich muss die alle machen, ne? Ach, Speed. Eine lange Reise, okay, Speed, das. Okay, was kommt als erstes? Und dann bremsen. Burnout hat er. Rückwärts vielleicht. Nee, auch nicht das. Das. Ja! Ah. Habe ich gemeint, ne? Brake-Test ist auch sehr knifflig. Ich weiß bis heute noch nicht so richtig, wie es funktioniert. Also Quadrat ist die Bremsentaste, aber auch der Rückwärtsgang. Und bei mir hat es irgendwie nur funktioniert, wenn ich wirklich genug Stoff drauf hatte und beide Tasten gedrückt habe. Ich habe den Lap. Okay, die Lap hat er. Jetzt versucht er den 360. Warum? Ja, will nicht sowas. Okay. Hey, man. Und da läuft die Zeit weg. Hey, man. Wie viel Zeit habe ich noch dran? Ach du, das sieht ja gut aus. Ich glaube, wir machen das so lange, bis du es schaffst. Okay, ich will das jetzt auch machen. Ja. Das ist so verrückt. Das macht einen so wütend. Es eiert rum. Jetzt ist hier auch noch die Radkappe abgeflogen. Zählt das als Slalom? Ich weiß nicht. Okay. Hier jetzt. Einfach mit ganz wenig Gas so rum, ne? Und die Reifen, die eiern sich hier ein ab. Ja, das war nix. Dieses Spiel lässt einen wirklich an allem zweifeln. Und das Spiel hat einen nicht rausgelassen, bevor man das alles geschafft hatte. Wie viele Karrieren sind hier beendet worden? Wie viele Spielerkarrieren? Wie viele Konsolen hat dieser Level auf dem Kerbholz? Also Pets garantiert im 100er-Bereich. Okay, so. Das war schon wieder so ein Scheiß-Slalom, der nicht funktioniert hat. Ich bin noch durch. Nicht? Warum hat es jetzt nicht geklappt? Ich mach's nochmal. What's the paint with? Ja, ist okay. Abgehakt. Bremstest. Das hat aber nicht geklappt. Hat auch nicht geklappt, siehst du? Ja, wahrscheinlich muss man da okay, irgendwie schneller Bremstest. Sein. Wer weiß. Bremsen! Und jetzt noch rückwärts und gleich rückwärts 180. Oh, 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 das war spät. Schwierig, der ist auch fies. Was mache ich da falsch? Der Reverse 180. Ah, ich muss es einfach nur. Was muss ich denn machen, damit das so funktioniert? Das ist doch ein 180. Warum bist du doch ein 180? Ich glaube, da fehlen ein paar Grad. Da fehlen ein paar Grad, mein Herr. Da fehlen ein paar Grad. Ne? You ran out of time, loser. 180 ist doch das. Okay, vielleicht mit viel Speed und dann mit Bremse. Viel Speed und dann Bremse. Nee, ist kein 180. Da muss ich die Handbremse nehmen. Okay, viel Speed und dann Handbremse. Fast. Das wäre es gewesen. Speed und
Handbremse! Scheiße. Ja, zu spät. Aber so funktioniert das. Die Fresse. Okay, Full Speed und Handbremse. Das war doch jetzt wirklich einer. Full Speed und Handbremse. Full Speed und Handbremse. Ich mache jetzt nur noch das. Ja, ich habe irgendwas. Ja, okay. Das war der 360. Aber nicht der 180, der geht anders. Warum ist das denn jetzt kein 180? Ja, genau. Siehst du, wenn ich jetzt so fahre, ist es doch ein 180. Was soll ich denn noch machen? Wundert mich jetzt auch, warum das nicht funktioniert. Ich brauch gar nichts anderes machen, bevor ich nicht geraffe, wie der 180 funktioniert. Das sieht alles sehr 180-mäßig aus. Aber alles andere sollte eigentlich machbar sein, ne? Okay, 180. Ich tippe es einmal nur kurz an, die Handbremse. Ja, nee, reicht nicht. Du müsstest doch eigentlich, okay, ich fahre. Ich tippe die Handbremse einmal kurz an, dann dreht er sich und dann fahre ich geradeaus weiter. Nee, so haut es nicht an. Okay, ich lasse sie mal gedrückt. Und zwar... Okay, so nicht. Geradeaus und jetzt lasse ich sie mal gedrückt. Gedrückt, gedrückt. Okay. Das muss mir einmal mal erklären, warum das hier nicht funktioniert. Ich verstehe es. Ich understande es nicht. Ich understande es einfach nicht. Ich pflichte dir bei. Ich check's auch nicht, Simon. Also sieht alles sehr 180-mäßig aus. Warum zählt das nicht? Warum zählt das nicht? Du weißt genau, du weißt ganz sicher, warum es nicht zählt. Das kannst du mir nicht erzählen. Du wartest doch die ganze Zeit schon nur drauf. Dass ich mich daran irgendwie kaputt beiße. So, nein. Okay, so. Ich mach dir mal um die Säule rum. Alles nur noch scheiße hier. Ich weiß es. Hey Simon! Ja? Hast du schon mal den zweiten Punkt versucht abzuhaken? Weiß ich nicht. Den zweiten Punkt, Handbrake. Richtig. Den zuerst oder was? Würde ich mal probieren. Was ist? Ich probiere ihn. Ja. Warum fährt er denn die ganze Zeit? Sag mal, Trant, ohne Scheiß, hier ist was kaputt. Der fährt, ohne dass ich was mache. Ich werde es dir beweisen. Nee, macht er gar nicht. Oder warum? Ich will wissen, wie man den Burnout macht. So. Er weiß immer noch nicht, dass die Handbremse Dreieck ist. Also, ich gebe es wirklich auf, ich raff's nicht. Und ich habe auch Besseres mit meinem Leben zu tun, als diesen Dreck hier zu spielen. Der ist völlig zu Recht in der Vergangenheit verschollen. Und ich wette, du musst es googeln, damit du dich an diese Scheiße überhaupt erinnerst. Ja. Ja. Es geht halt einfach nicht. Bist du dir denn sicher, dass die Kreistaste die Handbremse ist? Natürlich bin ich mir... Dreieck ist die... Ja, genau. Die Handbremse. Ach so, da hat er sie abgehakt. Ja, genau. Okay. Aber was ist denn dein Kreis? Ja, das ist eine Spezialfunktion von Driver. Das ist richtig krass Gas geben, Kreis. Einmal noch mal gucken, der Reverse 180. Nee, zu spät. Oh ja, der Reverse. Okay, der Reverse 180 müsste dann doch eigentlich auch mit Kreis funktionieren. Für einen 180 Reverse muss er einfach nur rückwärts fahren, einlenken und sobald das Auto so steht, Gas geben. Das muss man aber auch erstmal rausfinden. Nur noch 180s, okay, so.
Der fängt auch viel zu spät an mit dem scheiß Bremsen. Ach, ja, beziehungsweise du fängst zu spät an mit dem Bremsen. Ist auch geil, wie sie hinschreiben, you hit that car. Als ob man das übersehen würde. So. Nee, das zählt nicht. Irgendwas macht er falsch. Also eigentlich muss man nur gleichzeitig die Handbremse drücken und einlenken und dann hast du den 180. Und für mich sieht es so aus, als würde er das machen, aber es zählt nicht. Also irgendwas, ich kann es selber nicht erkennen. Ich sehe es schon kaum, dass er alles auf der Liste abhakt und dann nur der letzte Punkt fehlt. Wir müssten erstmal den Reverse 180. Das ist der 180, okay. So, was fehlt denn noch? Die Zeit würde reichen. Nee, jetzt. Ja. Jetzt, der zählt, der zählt. Ja! Noch den Reverse 180? Ich habe keine Ahnung, wie der Reverse geht. Siehst du? Siehst du? Siehst du? Nee! Nein, 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 du drückst so viele Tasten. Ich gebe auf. Nee, Quatsch! Du hast doch fast. Dran. Das müsste ihn ja der Ehrgeiz packen. Jetzt weiß er ja eigentlich fast, wie alles geht. Außer der Reverse 180, den muss er noch üben. Ich weiß halt immer noch nicht, wie der Reverse 180 geht. Wenn ich halt einfach mal wüsste, welchen Button ich da irgendwie drücken muss. Wenn ich es jetzt nicht hinkriege, werde ich das erstmal testen. Das bringt mir nicht. So. So, Speed und Brake Test. Okay, Speed. Reverse 180. Probieren wir es einfach mal, ne? Mit Dreieck. Dann blockiert er, okay. Keine Ahnung. Ich schaff's einfach nicht. Beides vielleicht gleichzeitig. Auch nicht. Kreis. Es klappt halt einfach nicht. Hand! Ja. Hand. Du sagst mir das jetzt. Okay. Jetzt echt? Ich weiß nicht. Wer will sich das denn angucken jetzt? Naja. Ich weiß nicht, ob ich das verraten soll. Versuch's nochmal. Es ist ja nur noch der Reverse 180, der fehlt. Den müssten wir eigentlich noch üben. Ja. Scheiße, denn bitte üben. Ja, das ist, wo soll man die Scheiße üben? Tutorials, dass es dich quasi gar nicht tutorialisiert. Das sagt dir halt nicht, wie es geht. Find selber raus, du Arsch, sagt das Tutorial. Nee. Okay, also ich meine, es gibt drei Buttons. Ich habe sie alle ausprobiert. Bei keinem dreht sich das scheiß Auto. Ja. Es ist nicht so, als ob das jetzt noch groß was auszuprobieren gibt für mich irgendwie, gefühlt. Ach komm, ich sag's. Kann ich jetzt noch eine Stunde sitzen. Also, wenn du nichts drückst, sondern nur einlenkst. Und dann da. Jetzt hab ich's verraten. Aber gut. Cool, wir haben alles. Jetzt nur noch alles auf einmal. Und jetzt muss ich Simon eine Tour zurechtlegen, wo er das alles in einem Rutsch machen kann. Noch 4 Punkte. Und noch mehr als die Hälfte Zeit. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Das sieht auch gut aus. Guckt euch das doch mal an. Ja, okay. Wie assi ist denn das? Das ist das Auto, der in den scheiß Lappweg reinrollt. Nee, okay. 360 Speed, Brake Test. Speed, Brake Test. Okay. Ja, okay, so. Reverse 180. Okay, erst mal. Den machen wir schnell. Einfach nur fahren, ne? Loslassen und lenken. Nein, ey, warum zählt der nicht? Weil du vergessen hast, Gas zu geben. Okay, komm. 360.
Oh. Ich schaff's. Ah. Ja. Okay, jetzt nur noch den Reverse. Ja, ja. Ja, das war fast geil. Und dann vielleicht der Lap in den, in den Slalom. Mhm. Handbrake mache ich ja automatisch. Das Auto steht jetzt wieder so scheiße. Nee, genau von hier. Nein. Hälfte der Zeit ist rum. Okay, hat gegolten. Warum ist das denn? Ah, habe ich schon. Oh. Passe. Und Eddie ist weg? Läuft. Das ist zu eng. Wie soll man das denn wirklich schaffen? Jetzt. Okay. Hast du? Okay, Speed and Brake Test. Nee, das wird nichts mehr. Mm-mm. Ich bin gebrochen von diesem Spiel, von diesem verdammten Tutorial, ey. Wie kann man das nur so machen? Egal! Nein. Nochmal. Was denn? Ist doch cool. Ja, macht nichts. Ja. Ja, so geht's aber nicht im Straßenverkehr. Ach, die Lap ist auch fertig. Slalom. Lap. Fun, fun, fun. Fun, 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 fun! Ja, der 180 ist weg. So, wenn. Nein. Okay, der 360 ist weg. Jetzt Reverse, Alter, das kann noch hinhauen. Nein, nein, da ist doch die Mauer. Ach, Speed brauchen wir auch noch, komm, wird eh nichts mehr. Ich glaube, während du eine Lap fährst, musst du auch Speed abhaken. Was? Ja, da haben wir das Speed-Problem. Das habe ich irgendwann auch nicht mehr hinbekommen. Warum nur? Man hat ja auch nicht mal ein Tacho, wo man sehen würde, wie schnell man fahren muss. So, so eine Gefühlssache. Spiritueller Speed ist das wohl. Eine Sache fehlt noch. Ja, es ist eigentlich immer fast geil. Das ist echt. Du darfst auf jeden Fall nicht aufgeben. Bisher hat nur Eddie aufgegeben. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Eddie ist der einzige Aufgeber hier in dem Format. Wir brauchen Speed noch. Die Lap ist abgehakt. Slalom. Slalom oder Speed? Wie kann ich denn hier den scheiß Speed mal holen? Ja. Warum? Wie? So, ich fahr jetzt einfach mal. Ich weiß, ja. Ich. Was soll die Scheiße? Hey, man.
kein Speed. Ja. Ich bin komplett einmal durchgefahren. Wie soll ich denn schneller sein? Das geht doch gar nicht. Auf die Art werde ich doch nicht schneller. Speed hast du. Was meinst du? Ich, Speed, wieso hey, Speed ist ich abgehakt. Speed? Ja, das ist die Magie. Das ist die Magie. Okay, ich fahre meinen Lap und halte die Fresse einfach. Es ist nicht schaffbar. Es ist nicht schaffbar. Ich schaffe es nicht. Und noch einmal zurück. Es dauert halt einfach zu lang. Und den Brake-Test dann noch? Es ist unfassbar. Nein! Das kannst du echt dir nicht ausdenken. Das ist Tutorial-Level. Das ist das fucking Tutorial-Level. Okay, Speed check ich wirklich nicht, warum es nicht geht. Ich auch nicht so richtig. Ich mach doch schon, drück schon Power alles durch. Und okay, ich hab's, cool. Okay, ja. So, Lab. Gut. Egal. Das kriegen wir hin. Wir fahren die Runde. Einen Unfall bauen. Wir brauchen die Unfälle noch für Slalom. Brake Test. Jawohl. Jawohl. Okay, weg so, ist der Brake Test. Die Handbrake fehlt noch. Okay, geil. So, jetzt machen wir noch in der Mitte den 360. Ja, sehr gut. Da haben wir nämlich viel Platz. Jupp, weg ist er. So, den Reverse 360. Oder 80 meine ich. Bumm, bumm. Oh, nö. Jawohl. Yes. 180 noch? 180 noch, dafür brauchen oder wir. Oder gleich erstmal den Slalom. Wir brauchen Geschwindigkeit. Dann haben wir auch gleich die Handbrake weg, dann fehlt nur noch Slalom. Oh, er versucht es erst mit dem Slalom. Können wir jetzt schon die Heldenmusik einspielen? Wir haben noch ein Viertel Zeit. Slalom weg, okay. Handbrake und 180, Alter, das ist ein Ding. Das ist ein noch. Ding. Falscher Button gedrückt. Zu viel zu spät. Ja! 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 Du hast es geschafft. Du hast es geschafft, das Tutorial von Driver. Klasse. Danke, Trant. Ich wüsste nicht, was ich heute gemacht hätte ohne das. Ja. Das ist nicht zu glauben. Ja, geil, ne? Das ist kaum zu glauben. Wie man auch erstmal rausfinden muss, was der Kreisbutton macht. Der dumme Kreisbutton. Der dumme Kreisbutton. Und dann rauszufinden, wo ist jetzt eigentlich die scheiß Handbremse, wenn die nicht Kreis ist? Und dann musst du noch raffen, wie funktioniert so eine Handbremse eigentlich richtig, weil keiner von uns macht solche Sachen. Nicht. Nee. Insofern, manchmal musstest du ja dann im richtigen Moment auch loslassen und so. Es ist einfach verrückt. Krass. Naja, aber. Ich hasse es. Ich weiß, das ist nicht so lustig. Ich finde danach, willst du danach noch auch nur ein Level spielen wollen? Das kannst du mir nicht erzählen. Naja, jetzt hat man ja eine ganze Stadt zum Befahren. Aber Simon, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Du hast dich auch gut geschlagen. Es war auch sehr lustig anzuschauen, zumindest für mich draußen, auch wenn es qualvoll war. Aber auch lustig. Danke. Freut mich, wenn ich zu Diensten sein konnte. So, das war's mit dieser Folge Unspielbar. Und wer nächste Folge dran ist, werden wir sehen. So, wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß. Ja. Wenn ja. Dann würden wir euch bitten, ein Abo dazulassen, die Glocke anzumachen, vielleicht auch mal ein Like dazulassen, das wäre ganz nice. Mein Like für euer Like, bitte. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich zuletzt Eddie gequält habe, das wäre dann da. Ja, der Eddie. Er hat aufgegeben. Ich habe davon gehört, ja. Ganz schlechter Typ. Alle reden darüber. Und unten ist ein anderes Video, kann man auch mal draufklicken. Und hier ist eine Palme, aber da könnt ihr nicht draufklicken. Nee. Komm, wir gehen in den Dschungel. In the jungle, the muddy jungle, can't you sleep so night? Nee, ich will das ganz sicher nicht als Film mir jetzt nochmal angucken.